Es ist Samstag, die Hessenschau ist wieder da. Herzlich willkommen, ja, und schön, dass Sie heute auch wieder eingeschaltet haben. Wir zeigen, wie der Weltcup in Willingen gefeiert wird, weg vom Ballermann-Image. Das ist die Losung, klappt aber nicht immer. Comics erleben, das geht noch bis morgen in Frankfurt mit tollen Comiczeichnern, viel Kreativität und Freude, so kann Museum eben auch sein. Und na klar, an diesem Wochenende Ski-Weltcup in Willingen, 20.000 Menschen an der Mühlenkopfschanze, ist ja heute der zuschauerreichste Tag. Einzelspringen der Frauen und der Männer, die Frauen sind ja überhaupt erst zum zweiten Mal dabei, fragt man sich eigentlich warum. Denn die deutschen Frauen haben heute gezeigt, wie schön, wie erfolgreich, wie athletisch sie springen können. Und dieser Sprung war heute das absolute Highlight. Willingen brodelt, Katharina Althaus beim zweiten Durchgang auf der Mühlenkopfschanze. Es folgt ein Bilderbuchsprung. Von 133 Metern und Platz 3 im ersten Durchgang katapultiert sich die Oberstdorferin auf Platz 1. Vom Absprung bis zur Landung weltcupwürdig, 149,5 Meter. Jetzt kocht Willingen. Die Bedingungen für Katharina Althaus optimal auf und auch neben der Schanze. Weiter als in Willingen ist sie in ihrer Karriere noch nie gesprungen. Ich saß im zweiten Durchgang oben auf dem Balken und habe gehört, wie die Fans hier schreien und toben. Und das pusht natürlich enorm. Wahnsinnsgefühl, da oben zu sitzen vor so einem Publikum. 20.000 Fans haben den Wettkampf direkt vor Ort verfolgt. Ein neuer Schanzenrekord im Weltcup der Frauen. Die Slowenin Ema Klinic, die nach dem ersten Durchgang noch in Führung gelegen hatte, und Sarah Takanashi aus Japan belegen die Plätze 2 und 3. Die beste Deutsche hinter Althaus, Selina Freitag. Mit einem starken ersten und einem verpatzten zweiten Sprung landet sie in der Gesamtwertung auf Platz 7. Der erste war auf jeden Fall besser, der zweite war ich ein bisschen zu spät, musste mich dann drüber mogeln, was ja bei wenig Windunterstützung ein bisschen schwierig ist und dann ging es halt nicht mehr ganz so weit. Denke aber, dass die Platzierung trotzdem noch ganz passabel ist und ja, morgen nochmal angreifen. Morgen nochmal angreifen, mit Support von den Willinger Fans, der ganzen Familie und natürlich auch von Bruder Richard, der sein Springen noch vor sich hat. Es ist auf jeden Fall mal anders, jetzt so an der Schanze zu stehen und der Schwester zuzujubeln. Sonst war das immer ganz lange Zeit anders, wo sie noch kleiner war, ich noch ein bisschen jünger. Da stand sie hier unten und hat zugejubelt. Also Willingen war natürlich jetzt heute mit dem Ausgang auch gigantisch und sie macht es echt stark. Beim Springen der Männer im Anschluss landet Karl Geiger als bester Deutscher auf Platz 5. Nachwuchsspringer Philipp Raimund schafft es auf den 9. Platz. Willingen im Weltcup-Fieber. Morgen noch einmal. Die deutschen Springerinnen haben die Messlatte hochgehängt, auch für die Männer. Ja, Glückwunsch nochmal an die Frauen. Ist natürlich eine Riesenparty, die größte in Nordhessen an diesem Wochenende. Hat natürlich auch seine Schattenseiten. Es wird sehr viel Alkohol getrunken. Manchen ist es zu laut. Es gibt auch mal unschöne Szenen. Willingen will ja weg von diesem Ballermann-Image. Aber wie wir gleich aus der Partynacht von Freitag auf Samstag sehen, das ist gar nicht so einfach. Warte seit Wochen schon auf diesen Moment. Mega, Willingen ist geisteskrank, oder? Willingen ist mega. Ballermann für Deutsche. Nicht jeder weiß sich heutzutage tatsächlich anständig zu benehmen. Und ich weiß nicht, ob man sich zu Hause auch so benimmt. Glaube ich nicht. Gestern 6:30. Der Abend auf Willings Partymeile beginnt mit Backpfeifen. Knallt euch da einen rein, anstatt euch zu wemsen hier. Grund für die fliegenden Fäuste war wohl eine Beleidigung. Ja, weil er meine Frau bedroht hat und gesagt hat, also, hey, wenn wir uns alleine sehen, schlage ich deine Frau um und fick deine Eltern. Und da habe ich ihm eine gescheuert. Also das waren wir. Die Besitzer des Lokals wollen nicht, dass wir filmen. Blaulicht ist eben nicht gut fürs Geschäft. Ein paar Meter weiter im Willinger Brauhaus. Auch hier nimmt der Abend langsam Fahrt auf. Das ist so mega Stimmung. Was gehört dazu? Ja, trinken, Bier, Alkohol. Während unten im Partykeller das Bier fließt,
freuen sich oben im Restaurant schon die ersten auf den entspannten Skiurlaub. Dass so exzessiv manchmal gefeiert wird, stürzt das irgendwie? Nee, wir sind im Wohnmobil hier, wir stehen da hinten ganz ruhig, da kriegen wir gar nicht mit. Partyspaß und Familienurlaub, beides soll hier jeden Abend nebeneinander möglich sein. Für die Betreiberin kein einfacher Spagat. Also wir haben ein gutes Sicherheitsteam, wir gucken vorher schon, welche Gäste lassen wir rein. Wir stehen für Spaß, aber trotzdem kann man das auch gesellig und ruhig und trotzdem kann es immer gut weitergehen. Da muss man keine Abstriche machen. Aber Alkohol gehört ja immer dazu. Für die meisten schon, aber die meisten kennen ihr Limit und die wissen ihre Maße. So präsentiert sich Willing am liebsten. Outdoor- und Freizeitspaß für Jung und Alt. Doch die vielen Partybuden sind immer noch ein lukrativer Touristenmagnet, weiß auch der Tourismuschef der Gemeinde. Aber viele Gastronomen werben ja hier auch mit Party, Alkohol, Feiern, Disco. Ja, ganz klar, viele werben damit. Es ist auch kein großer Aufwand für die Werbung, ja, weil es funktioniert. Die Leute kommen, konsumieren viel und gehen wieder. Unsere Zielsetzung ist es, das Ganze ein bisschen positiver zu verdrängen. Wir bieten ein unheimliches Spektrum an Freizeitaktivitäten. Wir haben über 20 Freizeitbetriebe hier im Ort. Das heißt, jede Familie kann hier ganz normal einen wunderbaren Urlaub erleben, ohne sich langweilen zu müssen. Und das ist das, was wir nach vorne bringen müssen. Willing ohne Party? Irgendwie undenkbar. Zurück zur Schlägerei am Anfang. Hier ist die Luft erstmal raus. Also wir sind jetzt gerade vom Skispringen gekommen und wollen eigentlich hier noch ein bisschen feiern, aber das hat sich dann erledigt. Wir gehen jetzt in unser Wohnmobil und schlafen heute Abend. Ja, da sehen wir, einige sind richtig bedient über das, was da auf der Partymeile passieren kann. Unsere Reporterin Isabel Kramer, du bist ein paar hundert Meter weiter in der sogenannten Schneebar. Ist ein bisschen dunkel. Gibt es da überhaupt Schnee? Man will ja auch friedlich und entspannt feiern, ne? Guck mal, das ist von der wunderschönen Schneebar übrig geblieben. Das ist, wir haben gestern ja schon über das Wetter berichtet, ne? Es ist einfach, es hat alles weggeregnet, es ist weggeschmolzen, aber es ist trotzdem total gemütlich. Wir können hier im Hotel Hochheide draußen feiern. Es ist ein bisschen anderes Konzept als auf der Partymeile. Hier geht's, ich würde mal ganz salopp sagen, ein bisschen gesitteter zu. Und wir schlagen uns jetzt hier mal in die Menge. Ich frage mal hier vorne, Michel, ich habe vorhin gehört, ihr kommt jedes Jahr aus den Niederlanden angereist. Ich komme immer mit 100, so zwei Gruppen jeden Tag, fünf Freitag und Samstag, jeden Tag so 30 Leute. Und ja, wir machen mal Spaß hier. Gute Partytruppe, aber warum habt ihr euch ausgerechnet diese Location ausgesucht? Dieses Lokal ist, weil es so schön urig ist und deswegen machen die Kunden das auch und haben wir immer das Wintersportgefühl. Deswegen kommen wir hier zurück. Das heißt, ihr wollt Spaß haben ohne Stress, kann man das so sagen? Ja, sicher, 100%. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Alles okay, danke. Ja, also das ist wirklich, man kann schon wirklich sagen, es ist eine andere Atmosphäre hier als auf der Partymeile, die übrigens nur ein paar hundert Meter entfernt ist. Man will hier einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen geselliger feiern. Heiko, du bist hier der Barchef. Hier würde jetzt eigentlich die Schneebar stehen und du würdest an der Schneebar stehen und Leute bedienen. Ist jetzt ins Wasser gefallen, kann man so sagen. Ja, leider. Die letzten Tage hat es leider nur geregnet. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, die Schneebar aufzubauen. Aber leider ist sie dahin geschmolzen. Weggeflossen. Aber ihr habt euch trotzdem schöne Sachen überlegt. Das hier ist übrigens der Weltcup-Cocktail. Also wollt ihr euren Gästen hier trotzdem was Besonderes bieten? Oder was ist euer Konzept hier oben? Genau, wir machen Après-Ski-Party in gemütlicher Atmosphäre. Wir haben ab und zu Highlights hier bei uns in der Valuga Bar und bieten halt verschiedene Weine an, Cocktails. Und ich glaube, das ist so das, was unsere Gäste möchten. Und alle Mitarbeiter sind motiviert. Jedes Jahr freuen sie sich auf das Skispringen hier in Willing. Und wir haben alle Spaß bei der Arbeit. Und ich glaube, unsere Gäste haben auch viel Spaß bei uns. Aber was macht ihr anders, um diesem Ballermann-Image entgegenzuwirken, sage ich mal? Party und Weltcup, das gehört einfach zusammen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir bieten halt noch ein Würstchen vom Grill an oder ein Steak vom Grill und Après-Ski-Party, aber halt mit Schlager und auch mal 90er-Hits und nicht so unbedingt die Ballermann-Hits. Okay, dann
trotzdem ohne Schneebar einen ganz, ganz schönen Abend. Der Cocktail sieht sehr lecker aus, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. So, also jetzt wollen wir mal gucken. Hier hinten, da liegt ein DJ auf, die sind schon wieder alle rein verschwunden. Die wollen jetzt alle die Tanzfläche stürmen, jetzt ist es leer. Hier sind die Letztverbliebenen, ihr seid ganz, ganz tapfer. Also ich würde mal sagen, Party, das funktioniert auch ohne Schlägerei und ohne Saufgelage. Willingen kann auch anders, man muss nur die richtigen Orte aufsuchen. Ja, und da kann man entspannt feiern, auch ohne Schnee. Dankeschön, Isabel Kramer, live aus Willingen mit der geschmeidigen und entspannten Party an der Schneebar. Tschüss. Und wir kommen jetzt zu unserem Nachrichtenüberblick. Da haben wir einiges drin. Es geht um sportliche Erfolge. Es gibt einen Trauerfall zu vermelden. Ja, und es gibt auch was zu schauen. Sogenannte Side- oder Crossbags sind einer der Trends auf der Lederwarenmesse Offenbach. Sind sie aus alten Basketballbällen? Erfüllen sie sogar Nachhaltigkeitskriterien? 3 Tage lang können die Liebhaber von Lederwaren auf der Offenbacher Messe stöbern und kaufen. 250 Marken präsentieren sich. Es werden die Saisontrends für den kommenden Winter bei Taschen und Lederaccessoires gezeigt. Der hessische Staatspreis für das deutsche Kunsthandwerk wurde auf der Ambiente verliehen. Ein Homeoffice-Schreibtischschrank der Schreinerei Sommer bekam den ersten Platz. Dieser ist mit 3.000 Euro dotiert. Der Preis wird für handwerklich und künstlerisch herausragende Leistungen ausgelobt. Er soll das Kunsthandwerk fördern. Als Preisgeld stehen insgesamt 8.500 Euro zur Verfügung. Der CDU-Politiker Ismail Tipi ist im Alter von 64 Jahren überraschend gestorben. Er litt an einer schweren Krankheit, wie der Landtag mitteilte. Politische Weggefährten trauern um einen beliebten Menschen und Vorkämpfer gegen den Extremismus. Ministerpräsident Boris Rhein twitterte: Ismail Tipi wird uns allen sehr fehlen. Ich habe ihn als eine beeindruckende Person erlebt. Als langjähriger Abgeordneter aus dem Kreis Offenbach trat er klar und engagiert für seine Überzeugung ein. Kim Kalicki ist neue Weltmeisterin im Zweierbob. Die Wiesbadenerin ließ bei der WM in St. Moritz am Vormittag gemeinsam mit ihrer Anschieberin Leonie Fiebig die Konkurrenz hinter sich. Für Kalicki ist es der erste WM-Titel ihrer Karriere. Die Frankfurter Eintracht hat mit einem 3:0-Sieg gegen Hertha BSC ihre Position in der Bundesliga-Tabelle bestätigt. Sie steht auf dem 5. Platz in der Tabelle, aber weiter auf Tuchfühlung zur Spitze. Wir können mit unserem Blut Menschenleben retten und das von denjenigen, die an Blutkrebs, an Leukämie erkranken. Das sind ganz schön viele. Alle 12 Minuten erkrankt jemand bei uns in Deutschland an Blutkrebs und wir brauchen dringend Stammzellenspender. Das sagen die Verantwortlichen der deutschen Knochenmarkspenderdatei. Heute am Weltkrebstag zeigen wir einen jungen Mann, der hat sich durchgerungen, seine Stammzellen zu spenden und wir gleich sehen, es ist einfacher, als vielleicht viele gedacht haben. Es ist 6 Uhr morgens. André Schneider sitzt mit seiner Tante Hildegard in der Küche und ist etwas nervös, denn der 20-Jährige aus Frankfurt-Schwanheim will heute Stammzellen für Leukämiekranke spenden. Sehr aufgeregt. Gerade jetzt vor der Spende. Doch vorher muss er sich das letzte Mal pieksen. Seit 5 Tagen spritzt er sich morgens und abends ein Hormon in den Bauch. Damit werden die Stammzellen in seinem Körper zum Wachsen angeregt. Das ist eine kleine Überwindung, aber die nimmt André gerne in Kauf. Bei einem Aufruf in seiner Schule vor 2 Jahren hatte er sich bei der DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, registrieren lassen. Ich fand es damals toll, dass man damit halt mit seinem eigenen Körper halt andere Menschen Leben rettet. Im Blutspendezentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Frankfurt-Niederrad wird die Stammzellentnahme durchgeführt. Hier arbeitet man eng mit der DKMS zusammen. André wird nochmal schnell durchgecheckt, dann geht es los. Wir nehmen aus einem Arm Blut raus, das geht in die Maschine rein. Das ist eine Zentrifuge, da wird das Blut in die verschiedenen Bestandteile aufgeteilt. Die roten Blutkörperchen sind schwerer als jetzt das Plasma. Dementsprechend können wir dann in der Mitte, wo unsere Stammzellen sich ansammeln, die Sachen raussammeln. Danach geht dann der Rest wieder zusammen, wird zusammengefügt und der Spender kriegt dann das über die andere Seite wieder zurück. Im Bett gegenüber liegt Christina Horn.
Sie hat sich typisieren lassen, weil ein Familienangehöriger an Blutkrebs erkrankt war. Gepasst haben ihre Gewebemerkmale dann aber zu einem anderen Patienten, einem kleinen Jungen aus den USA. Das weiß sie mittlerweile, weil sie schon zum zweiten Mal für ihn spendet. Alter, Geschlecht, wie auch immer, spielt für mich da keine Rolle. Wenn du die Chance hast, einfach jemandem das Leben zu retten, dann macht man das. Ich denke mal, jeder Mensch ist froh, wenn er selbst in die Situation kommt, dass er selbst jemanden hat, der bereit ist, ihm das Leben zu retten oder zumindest es probiert. Im vergangenen Jahr waren hier 680 Menschen zur sogenannten Apherese, der Stammzellspende, da. Deutschlandweit gab es etwa 7000 Spender. Dennoch braucht man dringend mehr. Es ist einfach so, dass die Anzahl an Stammzelltransplantationen stetig steigt über die Jahre. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass der Spenderstamm natürlich auch immer etwas altert. Und es ist für den Patienten prognostisch unter Umständen vorteilhafter, einen jüngeren Spender zu haben. Und da muss man einfach permanent dranbleiben, junge Leute zu motivieren. André ist es ein bisschen langweilig, sonst ist alles gut. Also spüre ich nichts Schlimmes. Bin auch selbst ein bisschen überrascht, dass es so gut geht. Nach 3 Stunden hat er es geschafft. In der rosa Flüssigkeit sind die kostbaren Stammzellen, etwa 7 Millionen Stück. Nach der Laborfreigabe muss die Spende innerhalb von 72 Stunden zum Empfänger kommen. Der ist für André und uns anonym und kann überall auf der Welt sein. So ein Beutel mit Stammzellen hat ihm im vergangenen Jahr das Leben gerettet. Tim Bauer aus Frankfurt ist 38 Jahre alt und Vater einer 2-jährigen Tochter. An den Sommer 2022, als er die Diagnose Blutkrebs bekam, erinnert er sich genau. Man hört erstmal einfach nur Leukämie und denkt, das war's. Und dann dauert es eine Weile, viele Arztgespräche, um dann rauszufinden, dass es dann tatsächlich noch Wege gibt, dass man auch wieder geheilt werden kann. Aber der erste Moment ist wie vom LKW überrollt. Tim Bauer ist ehemaliger Weltmeister im Achterrudern und Marathonläufer. Er hat im letzten halben Jahr 20 Kilo abgenommen, aber es geht ihm wieder gut. Er hat wieder angefangen, halbtags zu arbeiten, kann kurze Strecken spazieren gehen, dank einer Stammzellspende. Vor 40 Jahren wäre AML, Leukämie, ein Todesurteil gewesen. Vor 20 Jahren hätte man einfach einen Chemococktail nach mir geworfen und gehofft, dass es funktioniert. Und heutzutage ist eine Stammzelltransplantation immer noch sehr kompliziert, aber eigentlich kein medizinisches Problem mehr. Über seinen Instagram-Kanal Stammzellhelden für Tim dokumentiert er seine Krankheit, den Tag der Transplantation und die ersten Schritte zurück ins Leben. In 2 Jahren darf er erfahren, wer gespendet hat. Ich hoffe auch, dass das da dann irgendwann zu einer Kontaktaufnahme kommt. Das wäre mir auch wichtig, einfach da mal sagen, Dankeschön, ich würde gerne mit dir ein Bier trinken. Tim Bauer wünscht sich am meisten, seine Tochter aufwachsen zu sehen und eines Tages mal zum Altar zu führen. Und dank der Stammzellspende sind die Chancen, dass er so lange leben wird, sehr gut. Ja, und wer jetzt denkt, ich will auch helfen und mich als Stammzellenspender registrieren lassen, geht einfach online auf www.dkms.de. Und wir gehen jetzt in unser dolles Dorf Hilgershausen. Ja, da hat man Spaß beim Bullspielen. Und unser Dodo-Team war richtig begeistert. Kameramann Bernd Rieschner, ja, und zusammen mit seiner Tonfrau Petra Bühl, die hatten Spaß. Die sind herzlich empfangen worden. Und die Hilgershausener, die sind entspannt, total freundlich und ziemlich aktiv. Hilgershausen, haben die Kollegen gesagt. 220 Einwohner, die werden wohl eine ruhige Kugel schieben, haben sie gesagt. Ihr habt sie wohl nicht alle, haben die gesagt. Nix ruhige Kugel, Buhl ist ein ernsthafter Sport. Gut, in Nordhessen dampft man die Eisenkugeln an wegen der kalten Fingerchen. Aber sonst wie in Frankreich. Fast. Komm, lass uns die Kugel nehmen, gehen wir rein. Ja. Die Inge hat auf dem alten Heuboden nämlich noch eine Bahn gebaut. Indoor-Buhl für Fortgeschrittene. Hier spielen fast alle in Vereinen. Es ist eine totale Konzentrationssportart und eine Präzisionssportart. Also man muss eigentlich üben, um so Schüsse hinzukriegen, dass dann auch mal 50% passen.
Ole war schon Fünfter bei der deutschen Jugendmeisterschaft, von wegen Alte-Leute-Sport. Zum Beispiel eine Bundesliga-Mannschaft, die, glaube ich, dieses Jahr Dritter geworden ist, die haben einen Altersschnitt von 22, 23. Also zunehmend kommen da immer mehr junge Menschen dazu. Allerdings in Nordhessen sieht es ein bisschen mau aus. Herz Ass muss leider draußen spielen. Ace of Hearts, so heißt der Haflinger Hengst. 4 Jahre alt, er ist seit kurzem unterm Sattel und schockverliebt in Carmen. Gut, umgekehrt auch. Carmen Vollbach ist aktuell Doppel-Bundeschampion und Europa-Champion der vierjährigen Haflinger. Und Ace of Hearts, Herz Ass auf Deutsch, ist Champion in Ausbildung. Damals, als ich Bundeschampion geworden bin mit dem Amore Mio, war er als Fohlen mit. Und da kannte ich ihn und dann habe ich damals schon gesagt, ein AC möchte ich auch reiten und vorbereiten für das Europachampionat und für die Bundeshengstschau dieses Jahr. Der redet definitiv ein Wörtchen mit. Merke, wenn du Leidenschaft suchst, Hilgershausen, und da kommst du unweigerlich bei Horst vorbei auf der Motofarm. Eine richtig gute Adresse für Liebhaber alter Motorräder. Hier muss man nicht mit dem Computer dran. Ne? Mit den Händen ein bisschen Gehirn brauchen wir schon, ne, wenn man wissen will, wie das funktioniert. Die auf den ersten Blick sterblichen Überreste sind der Rahmen einer Honda Goldwing, von Harley-Fahrern gerne als Reiskocher diffamiert. Eine Motorrad-Ikone, da schraubt sich selbst bei einem abgebrühten Meister das Herz höher. Ich will den Kunde glücklich machen, dass der wieder fahren kann. Der stand 10 Jahre in der Scheune rum, weil er keine Zeit hatte zum Fahren. Und jetzt mache ich sie ihm wieder zurecht. Wobei, er kommt halt nicht immer dazu, wenn die anderen kommen, in die Hochlandbar zum heißen Ofen. Es gibt in Hilgershausen keine Kneipe, aber eine erkleckliche Anzahl an Bars. Das ergibt sich so, wenn du auf dem Dorf Platz hast, in alten Ställen und Scheunen und Garagen. Einer ruft dann und alle kommen. Ein Gutteil der Dorfgemeinschaft findet hier statt. Es sind derer übrigens 11 Bars in Hilgershausen. Dem Dorf bei Felsberg, südöstlich von Kassel. 220 Einwohner, Motto, was Neues machen und das Alte so gut es geht bewahren. Dazu gehört auch die Drei-Stufen-Linde, gepflanzt um 1640, vor gut 400 Jahren als Gerichts- und Tanzlinde. Gut, die müssen Sie sich jetzt im Sommer vorstellen, also ungefähr so. Nun hat aber jedes Dorf auch irgendwo so eine Schmuddelecke. In Hilgershausen in der Ecke, Ecke Raiffeisenstraße. Nur, erklärt der Ortsvorsteher, da kannst du ja was draus machen. Also haben sie einen Plan in Auftrag gegeben. Hier sieht man 2 herrenlose Bauruinen, wenn man so will, ja, die abgerissen werden sollen. Das da im Hintergrund, oder? Ja, genau. Aha. Das gibt einen Durchgang zu dem Grundstück dort hinter. Und auf dem hinteren Grundstück ist unser Plan, eine Kita hier in diesem Bereich zu errichten. Ganz neu? Ganz neu. Das kostet ein paar Euro 50. Ja, sagt er, aber wenn das klappt, haben wir eine neue Ortsmitte. Das Ganze folgt dem urhessischen Slogan Nett Schwätze mache, was uns zu ihm und 2 weiteren Herren bringt. Die haben nämlich erstens einen Plan, zweitens Kohldampf und drittens einen passenden Termin bei Peter. Der hat nämlich zufällig eine Fischräucherei im Dorf und zufällig gerade was im Rauch. Die 3 sind, sagen wir mal, der harte Kern vom Männerkochclub Hilgershausen. Die Vorkenntnisse, ach ja, sagt Walter, also wie soll man das jetzt sagen? Rudimentär. Nudelsuppe, ja, Spiegelei vielleicht auch noch. Und den Rest haben wir uns hier beigebracht. Ja, zu Hause jetzt auch? Nee. Nee? Nee, keine Zeit dazu. Ja, komm. Nein. Das Menü, also deutlich besser als die Ausrede. Geräucherte Forelle lauwarm. Sau lecker. Wie man sich das gut gehen lässt, also das ist irgendwas Genetisches in Hilgershausen. Dolle Leute, echt dolles Dorf. Ja, und auch noch so schön gelegen in Hilgershausen. Ja, und richtig Spaß haben, das könnte man und kann immer noch. Man beim Kinder-Comic-Festival im Jungen Museum in Frankfurt. Ja, da kann man Comics erleben sozusagen. Es sind richtig gute Comiczeichner da. Man kann Comics spielen, sprechen. Sehen Sie selbst. Comics, Geschichten in Bildern, gezeichnet mit viel Humor. Auf dem Yippie-Festival in Frankfurt werden sie lebendig. In Lesungen mit Gesang und Instrumenten.
Max Fiedler zeichnet seit seiner Kindheit Comics und hat schon Preise dafür bekommen. Mit dem Stift in der Hand erschafft er seinen eigenen Film auf Papier. Du machst das Casting, du machst das Schauspiel, du machst das Licht, du machst den Text, die Regie, du machst eigentlich alles in einer Person. Und das reizt mich am Medium. Auf dem Festival können sich die kleinen und großen Besucher selbst in einen Comic verwandeln oder die Geschichten in den viereckigen Bildern einfach selbst erzählen. Angeleitet vom französischen Comiczeichner Sylvain Méreau. Die Kinder sind freier, die haben nicht so viel Angst mit Zeichnen. Die können einfach einen Stift und ein Blatt nehmen und es geht los. Auch Geschichten, die es zu erzählen gibt, hätten Kinder zu Genüge. Die des 11-jährigen Jannis dreht sich um die Liebe. Da ist halt ein Vampir und der ist halt verliebt in einen anderen Vampir, eine Vampirin. Ja, und dann treffen die sich halt. Ob es ein Happy End gibt, weiß Jannis aber noch nicht genau. Ralf König ist einer der bekanntesten Comiczeichner in Deutschland und stellt auf dem Yippie-Festival seine Version von Lucky Luke vor. Um die hatte der Verlag zum 75. Geburtstag des Cowboys gebeten. Lucky Luke, der große Lucky Luke, hat mir den Colt aus der Hand geschossen. Das war für mich eine große Freude und eine Riesenehre natürlich, weil ich als Kind Lucky Luke geliebt habe. Und dann 50 Jahre später so ein Angebot zu kriegen, also da, welcher Comiczeichner kriegt da nicht feuchte Augen, so, das war schon toll. Bekannt geworden ist Ralf König vor allem mit schwulen Geschichten wie Der bewegte Mann oder Das Kondom des Grauens. Seinen Lucky Luke sollen aber auch Kinder lesen können. Der Verlag wollte gerne, dass Lucky Luke bitte nicht raucht, weil das ist verboten heute, dass er in einem Comic raucht und B, dass er nicht schwul ist. Aber das war auch nicht meine Idee. Ich wollte Lucky Luke nach 75 Jahren jetzt nicht plötzlich schwul machen, sondern ich wollte eine Cowboy-Geschichte erzählen, die so ein bisschen nebenher läuft. Das Yippie-Festival in Frankfurt. Comic-Fans können noch bis morgen im Jungen Museum die Welt durch eckige Bilder sehen. Ja, wie schön, bei uns im Studio gibt es auch einige leuchtende Augen, da haben wir nämlich auch einige Comic-Fans. Um 7:45 im HR-Fernsehen, da können Sie auf Reisen gehen, von Kanada nach Grönland heißt da. Ich wünsche Ihnen noch einen richtig, richtig schönen Abend und jetzt kommt Simone Kienast mit dem Hessenschau-Wetter. Tschüss, bis morgen.